Das ist der Klaus, der von dem gelben Rücken hat. Ach so, der ist der Gründer hier. Ach, das ist der Klaus. Ja. Und dann auf dem Trip. Ja. Also mir ist das heute ein bisschen peinlich, auch im Zeitgeist. Wir sind ja auch schon wieder aus dem Zeitgeist. Was für ein Stuss die da gesungen haben, ja. Das war. Das muss auch nicht sein. Das ist total pur Zeitgeist. Wann sind Sie dazu übergegangen eigentlich, diese Shaped Canvas, diese zusammengesetzten Leinwände? Das ist ja doch was Neukommen, ne? In diesem, im Grunde jetzt in unserem Jahrzehnt, oder? Nee, aber was mich auf die Idee gebracht hat, ist, dass ich bei Lucian Freud, ja, der hat ein Bild gemalt und dann hat er da irgendwas nicht reingekriegt und dann hat er so einen Gag draus gemacht und oben noch sowas draufgesetzt. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant, um das irgendwie auch überhaupt zu entwickeln, so eine Sache damit zu spielen, ergibt sich dann von einem zum nächsten. Und da gibt es ja noch mehr Sachen. Ja, die wir haben die nicht, ja, aber hier sind ja einige. Aber hier sind ja die meisten, das sind ja da, tolle Akzente. Das ich ist, meine, der Kopf ich, ist im Grunde mit dem Ferno fast die Hauptsache und die ist in dem angesetzten Stück. Also die sind ja gerade. Die sind toll. Und es gibt ja noch ganz neue Möglichkeiten. Also, der Betonung der Komposition. Das ist schon spannend. Männer sagen alle, oft wollen wir auch nicht wie ihr. Dann gibt es harte Tage hier. Hier haben wir Kollegen Willem de Kone. New Yorker Boy, Old Boy from New York. Ja, mag sein, das wird es wohl sein. Ja. Erik Honig. Wo wohnt er denn? Der wohnt auf Staten Island, Junge. Und da gehst du mal raus und dann fragst du. Und den besuchen wir. Ja, und da kommen wir hin. Ich bin schon lange wieder in Berlin. Da kommen wir hin. Und da gehst du da hin. Da gehen wir zusammen hin. Na klar, natürlich gehen wir da hin. Und dann da klopfen wir an die Tür. Sagst, und was macht Willem denn? Here are the Moritz Boys. Und was sagt Willem? Willem sagt dann, Moritz Boys, come in, boys. Moritz Boys. Yeah. Oh, ja. Künstler, mehrere von ihnen frisch von der Kunsthochschule. Hast du da gestrichen, dieses, ne? Das habe ich schon gestrichen. Ja, ist sehr gut. Also eine Gruppe von Künstlern, unzufrieden mit den Aufstellungsmöglichkeiten des etablierten Kunstbetriebs, hat ihre eigene Galerie gegründet. Diese Künstler, jung wie sie sind, meinen es offensichtlich ernst. Das ist offensichtlich Respekt. Meinen es ernst einfach, wenn überhaupt der Satz, ne? Ich ja nicht. Nicht offensichtlich. Unwahrscheinliche Belastung.
Ja, manchmal denke ich, das hätte in einem Stück sein sollen, weil es liegt denn so aufgelegt auf. Hier passt es nicht ganz. Das hätte eigentlich mit dem verankert sein sollen. Aber das aus praktischen Gründen hat man da zwei Teile gemacht, weil das so leicht war zu transportieren, das wäre so ein irres Gewicht gewesen. Ja, hier sind genau, mit den Stempeln noch drauf. Stempel drauf, das ist eine Spitze. Ja. Klar ist er irgendwie ein erotisches Objekt oder Subjekt, ja, wie man das nennen soll. Aber wenn ich das mal, da muss ich mich konzentrieren, dass das ein gutes Bild wird. Da steht man nicht so mit, oh, ich mal jetzt mit ganzer Liebe oder so. Nee, so läuft das nicht. Im romantischen Sinne. Ich hatte mich da auf Davetas bezogen, der ja von dem Begriff Painterly Love spricht, aber der meint das schon, glaube ich, eine sehr substanzielle, sehr existenzielle. Okay, ja. Eine existenzielle Beziehung, die sich verrät. Ich mache das ja nicht nur auch bei ihm, sondern bei jedem Bild. Kommt es darauf an, das Bild muss. Ja. Gelingen. Ja, ob das ein Taxi ist oder er in dem Moment, das spielt keine Rolle.